Moinsen, heute gibt's mal wieder ein anderes Video und ich habe da mal was vorbereitet, über das wir jetzt mal schön reden werden. Oh, ist ein bisschen schwerer. Hä? Was ist das denn? Das findest du raus nach dem Intro. Nun, ich habe ja einen neuen Partner, den Simray Shop. Und das ein oder andere Mal kommt da mal ein Stück Hardware rübergeflogen, was ich mal testen kann. Und unter anderem gab es diese wundervollen schönen Geräte von Another Way. Und zwar ist das deren Handbremse und deren Shifter im Set. Plus bei mir jetzt noch dazu unten drunter die Mounting Plate. Schöne Grüße da gehen da raus an diese Firma, denn was ich persönlich sehr, sehr schön finde, ist, dass dort alles dabei ist. Du bekommst also die Schrauben dazu zum Befestigen, als auch die Muttern und die Unterlegscheiben. Das ist nicht immer der Fall. Also ich habe auch schon Geräte gehabt, wo diese Sachen nicht dabei waren. Aber hier war alles inkludiert und das war schon mal für mich persönlich beim Auspacken sehr, sehr positiv. Des Weiteren ist das hier, wenn wir das mal wirklich so anfassen, das ist wirklich heavy. Also, da steckt, ich will nicht sagen, sehr viel Liebe drin, aber man merkt, dass da jemand dran war oder jemand ran möchte, der richtig racken will. Also, du hast schon ordentlich Zucht drauf. Bei mir ist das jetzt natürlich schon für das Rig eingestellt. Und so von der Build-Quality, wenn wir es anfassen, ist es wirklich alles Metall, kein Plastik und fühlt sich schon sehr, sehr wertig an. Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen beim Auspacken. Und zwar sind die Kanten, finde ich, sehr scharfkantig. Also das zieht sich so durch das ganze Gerät durch oder durch beide Geräte durch. Auch meine Katze empfindet das als sehr, sehr scharfkantig und wollte das jetzt nochmal bestätigen mit seinem Auftritt. Ich würde mir wünschen, dass, falls es später nochmal eine weitere Version gibt oder in den nächsten Teilen, wäre es gut, wenn das nicht ganz so scharfkantig wäre. Das ist aber, muss ich ganz ehrlich sagen, das Einzige, was mir jetzt so aufgefallen ist, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen winky-wonky, aber ist auch nicht so wild. Also über die Zeit, am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war es scharfkantiger. Irgendwie hat das ein bisschen abgenommen. Also die Kante hier ganz speziell beim Shifter war am Anfang schon ein bisschen schnittfähig, möchte ich mal sagen. Schnittfähig. So, beim reden wir mal über den Shifter. Der Shifter hat hier an der Seite, wenn wir da mal etwas genauer hingucken, hat die Möglichkeit, die Einstellung vorzunehmen, also die Vorspannung, wie hart wir am Shifter nachher ziehen können. Das finde ich ziemlich cool und man kann das auch schon auf einen Level einstellen. Also ich stelle jetzt mal auf richtig, richtig hart, wo man wirklich echt gut zu tun hat, den Shifter überhaupt erstmal auszulösen. Also ich habe jetzt mal schon ein bisschen härter gemacht. Da kannst du schon mal ein bisschen racken. Also für die Menschen mit, ich nenne es mal Maurerkellen, ist das genau das Richtige, weil da könnt ihr richtig dran rumracken. Also jetzt ist es natürlich ein bisschen einfacher gehalten schon, ne? Aber super simpel, super simples System. Du hast halt hier an der Seite dein ein Drehrad, möchte ich mal sagen. Und damit kannst du das einstellen. Und dann hast du deinen sequentiellen Shifter, so wie du ihn gerne hättest. Und du kannst daran wirklich echt brachial rumracken. Also ich habe, das werdet ihr gleich am Ende nochmal sehen, das eingestellt für mich. Und du hast wirklich die Möglichkeit, hier richtig schön zu ziehen und zu machen. Und du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwie was kaputt machst oder dass da irgendwie Spiel drin ist. Das ist richtig schön alles verbaut, zusammengeklatscht, sage ich jetzt mal. Und das ist alles richtig schön fest. Das Einzige, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, ich habe auch leider noch nicht die Ursache gefunden oder ob dem so sein soll, das hat hier oben ein bisschen Spiel. Also es ist ein bisschen wackelig. Ganz leicht. Und manchmal, wenn man schaltet, ist es ein komisches Gefühl, dass hier ein bisschen Spiel drin ist. Aber man gewöhnt sich dran, weil du nachher irgendwann sowieso nicht mehr drauf achtest. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass da irgendwas dran kaputt ist oder
dass es nicht richtig zusammengebaut ist. Also die Schrauben waren alle hier an den Seiten, waren sie ordentlich festgezogen. Also ich habe auch noch mal kurz kontrolliert. Wird wahrscheinlich was damit zu tun haben, dass du den Shifter nach vorne und hinten bewegen kannst. Sprechen wir mal über die Handbremse. Die Handbremse ist sehr ähnlich aufgebaut. Also du hast auch die Möglichkeit, hier die Vorspannung einzustellen mit einer Kontermutter. Also wenn du jetzt hier mal drauf schaust, siehst du, dass du das schön anziehen kannst für dich und deine Stärke. Und dann kannst du das mit der Mutter kontern. Und im selben Atemzug kannst du dann halt die Bremse ziehen, wenn du möchtest. Hier ist ein bisschen schwerer, weil die ist jetzt schon, weil war vorher schon ein bisschen fester. Ich drehe das mal schnell wieder zurück für Demonstrationszwecke. Ich habe noch kein Frühstück gegessen. Kids, vergesst euer Frühstück nicht. Und dann kannst du hier halt schön in die Bremse reinziehen. Du hast hier eine 200 Kilo Lowtail drin, also da kannst du auch schon richtig ranracken. Und von der Bildqualität genau dasselbe. Auch hier wieder ein bisschen die Seiten etwas scharfkantiger, nimmt aber irgendwie mit der Zeit ab. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Also, sie waren beim Auspacken weitaus schärfer, aber auch hier hat sich das gelegt. Du hast auch bei dem Shifter, bei der Handbremse, als auch beim Shifter die Möglichkeit, die Griffe umzustellen. Also, du kannst sie knicken. Man sieht ja hier an der Seite sind noch Löcher, ne? Da muss man dann den Bolzen lösen und dann kann man den Griff für die Handbremse auch wie beim Auto einfach, dass du den von unten nach oben ziehen kannst, wenn du jetzt nicht beispielsweise so eine Fly-Off-Bremse haben willst, die halt hoch steht, ne? Fly-Off wäre das andere logischerweise auch. Aber was ich damit meine, ist, dass du das nach unten machen kannst wie in einem Auto und dann ziehst du es halt so hoch. Die Möglichkeit besteht auch und du kannst auch hier bei der Vorspannung das ein bisschen steiler stellen, damit es für dich noch härter wird. Selbiges gilt auch für den Shifter, da kann man das auch machen. Hier hinter diesem Bolzen sind noch zwei Löcher und dann kannst du das auch ein bisschen ankippen und individualisieren, wie du das gerne möchtest. Und das Ganze zieht sich bei Another Way, zieht sich das durch, weil nämlich, wenn wir jetzt mal hier unten auf die Platte gucken, haben wir super, super viele Möglichkeiten, dass zu verteilen und einzustellen und hinzupacken und das irgendwie so hinzudrehen und zu positionieren, wie es dir beliebt. Für mich ist das sehr, sehr angenehm, dass die Handbremse so ein bisschen schräger davon wegsteht. Da hat sich auf jeden Fall auch jemand Gedanken gemacht. Wir könnten jetzt aber auch die Handbremse gerade machen. Für mich bietet sich das einfach an, von der Seite die Handbremse zu ziehen und den Shifter einfach gerade zu haben. Ich war da in dem Moment ein bisschen in Fünfhat. Ich habe hier sind meine Mounting-Löcher. Die habe ich jetzt genommen, um die an mein Aluprofil zu machen. Das werdet ihr auch gleich im Gameplay sehen. Also sind hier einfach die beiden Schrauben drin, die vom Rig sind, dass das dran ist. Und dann kann man das da schön ordentlich und saftig ranschrauben. Was ich persönlich ein bisschen mit Bedacht euch mitgeben möchte. Passt bitte auf, wenn ihr das Ding ans Rig baut. Also falls ihr irgendwie so ein, sag ich mal, Aluprofile habt, die nur einen kleinen Durchmesser haben und die vielleicht nur mit zwei Winkeln dran sind, bei den Sachen bewegt sich echt viel. Also mein Rig ist schon wirklich mit ordentlichen Winkeln angebaut und nicht nur zwei Schrauben. Und bei mir merkst du richtig, wie die Auflage für die Handbremse sich bewegt. Ich habe schon überlegt, ob ich das Ganze noch mal ein bisschen verstärke und dort noch eine weitere Strebe reinbaue, also unten drunter. Ich habe jetzt halt, meins liegt an der Lenkradaufnahme an und unten auf der unteren Schiene und da ist schon gut saftig Bewegung drin. Weil das hier ist schon, hier kann man schon Spaß mit haben, also auch gewaltigen Spaß und sich da richtig austoben. Und man merkt das auch nach einer Weile in seinen Armen, dass man das gemacht hat. Also ich bin ja schon ein bisschen Rallye damit gefahren und es ist schon auffällig, wie viel das doch zieht im Arm und in der Schulter. Eine Kleinigkeit möchte ich dazu dann am Ende doch noch mal erwähnen.
Und das ist der sequentielle Shifter. Man legt seinen Arm sehr oft hier drauf beim Shiften. Also bei mir ist es ungefähr so auf der Höhe, dass ich so greife und man hat schon mal, das ein oder andere Mal, den Arm hier drauf liegen. Eventuell so als Idee für euch, so noch so eine kleine Schaumstoffkappe drüber machen. Oder vielleicht habt ihr das Problem gar nicht. Was heißt das Problem? Oder dass es euch gar nicht passiert. Bei mir kam das ein oder andere Mal vor, dass ich den Arm hier draufgelegt habe. Was aber nicht schlimm ist, weil hier oben ist alles rund. Man drückt halt nur etwas auf die Sehne drauf. Und ich sag mal, so nach 2-3 Stunden Rally merkt man dann schon, dass es ein bisschen, ja, also es hat schon den ein oder anderen Druck da hinterlassen. Eine Kleinigkeit möchte ich euch noch zu der Konfiguration der Geräte sagen. Die Handbremse müsst ihr kalibrieren. Das findet ihr aber alles in der Bedienungsanleitung. Dort ist alles wirklich sehr schön beschrieben. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass der Link zu dem Programm, was ihr braucht, D-View heißt das, ist dort textlich aufgeschrieben. Den Link werdet ihr finden unten in der Beschreibung zu dem Programm, falls ihr euch das sucht. Und ein Tipp auch noch, wenn ihr die kalibriert, ihr könnt kein Minuszeichen bei der Kalibrierung in die Kästchen schreiben. Was ihr aber machen könnt, ist Copy-Pasten. Dort steht schon ein Wert drin und der ist oben. Den könnt ihr Copy-Pasten und dann unten reinmachen, falls ihr das Minuszeichen wirklich braucht. Falls es bei euch geht mit Minuszeichen, lasst mich das gerne mal bitte wissen, weil bei mir ging partout einfach kein Minuszeichen in die Zeilen rein. Ansonsten Copy-Paste, reinmachen und feuerfrei. So, ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß beim Gameplay. Da könnt ihr die Geräte noch im Einsatz sehen. Und da habe ich ein kleines Potpourri für euch vorbereitet. Ich bin mal Finnland gefahren, die längste Etappe 14 Kilometer und bin mal richtig durch den Wald gejagt. Und danach war ich noch auf der kleinen Teststrecke und habe mich mal dran versucht, irgendwie Gymkhana zu machen. Naja, seht selber, was dabei rausgekommen ist. Hier kommen ein paar Ausschnitte. 5, 4, 3, 2, 1, 20, voll rechts über Kuppe. 130, Gabel verdeckt, 4 links lang, in 6 rechts über Kuppe, 100, Kuppe und 3 links lang, 50, 3 links lang, macht auf über Kuppe, in 6 rechts, 50, 6 links übersprungen, 70, 3 rechts, macht zu über Kuppe, 100, Gabel, 3 rechts, innen halten, über Kuppe, macht auf, 80, 6 rechts, über Kuppe Sprung, 50, Achtung, 6 links, über kleinen Sprung, in Mitte halten, über großen Sprung, 60, voll rechts, über Kuppe, extra lang, in Kuppe 3 links lang, macht auf, 6 lang, über Kuppe, in vollmittig, über Kuppe und Sprung, und 5 rechts, über Kuppe lang bei Kreuzung, 6 links über Kuppe, in 6 rechts macht zu und links halten für 50, 6 rechts über große Kuppe, in Gabel 6 links, 80, 6 rechts über Kuppe, in 4 links lang, macht auf über Kuppe, 50 Gabel, 5 rechts extra lang, macht auf, 30, 3 rechts macht zu über Kuppe und links halten über Kuppe voll rechts. Über Kuppe und 6 links, macht auf, über große Sprung, 60, voll rechts, über große Sprung, in 6 links lang, macht auf, über Kuppe, in 5 rechts, über Kuppe, 50, 5 links, innen halten, 40, 5 rechts, macht auf, über Sprung, bis Sprung und 4 links, macht zu 3, über Kuppe macht auf, mittig halten, über Sprung, 40, 5 rechts extra lang, macht zu 4, 30, 4 links lang, macht auf, über großen Sprung, 100, 6 rechts, macht zu, über Kuppe eng und Gabel, 4 links, spät, extra lang, macht zu, über Kuppe. 30, 4 rechts, sehr lang, über Kuppe, macht auf, mittig halten, über Kuppe.
100. Micky Kalten übersprungen. 30. Voll rechts übersprungen. 60. 6 rechts bei Haus. Schön, dass du wieder zurück bist. Und, wie hat es dir gefallen? Was sagst du? Hast du auch Bock, Rallye zu spielen? Oder bist du jetzt auch so auf dem Trip zu sagen, boah, ich will eigentlich super gerne driften, weil mich das komplett abholen? Ich zum Beispiel bin mittlerweile echt ein großer Fan davon geworden und es macht einfach unfassbar viel Spaß, einfach Handbremse zu jacken und virtuell durch die Gegend zu ballern, weil es kann ja im Grunde genommen nichts kaputt gehen. Und das holt mich wirklich ab. Und die beiden Geräte von Another Way machen das wirklich... Sie machen das sehr, sehr schön und auch sehr, sehr angenehm. Und für mich persönlich, mich haben die beiden Sachen einfach wirklich komplett abgeholt, bis auf die Kleinigkeiten, die erwähnt wurden. Und ich habe damit wirklich sehr, sehr viel Spaß. Vielen, vielen Dank, dass ich das ausprobieren durfte an der Stelle. Und falls ihr, wie gesagt, auch Bock darauf habt, schaut bei meinem Sponsor vorbei. Findet ihr unten drunter in der Beschreibung. Und guckt, ob ihr euch das vielleicht auch mal gönnt und ausprobiert. Absolute Empfehlung. Gibt einen grünen Daumen, ist genau das, was ich mir mal vorstelle. Auspacken, anschließen, feuerfrei, Marianne, und gib ihm. Vergesst bitte den Kommentar nicht, lasst vielleicht noch einen Daumen da, macht die Glocke an, schreibt mir eure Meinung, was ihr jetzt so von dem Gerät haltet. Vielleicht habt ihr es auch schon mal ausprobiert und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.